Guten Abend, heute als Gast im virtuellen Studio Dr. Paul Brandenburg, Berliner Arzt und bekannter Kritiker der Corona-Maßnahmen. Herr Dr. Brandenburg, ich begrüße Sie. Herr Reitschuster, ich grüße Sie und danke für die Einladung. Ich danke Ihnen. Wir haben im Vorgespräch kurz gesprochen über den Arzt in Norddeutschland, der Patienten, die nicht geimpft sind, die Behandlung verweigert bzw. verweigern möchte. Wahrscheinlich bin ich naiv, ich bin kein Mediziner. Ich dachte immer, dass ein Arzt eigentlich per se vom Selbstverständnis her jedem Kranken helfen sollte. Bin ich da nicht mehr up to date? Ist da was veraltet an meinem Wissensstand? Ja, wissen Sie, ich glaube, seit einigen Monaten bin ich auch naiv, Herr Reitschuster. Ich bin selbst irritiert über das, was hier mittlerweile Einzug hält. Tatsächlich ist der Fall noch schlimmer, kann man sagen. Das ist eine größere Gemeinschaftspraxis, also mehrere Ärzte und ich glaube sogar einen Diplompsychologe mit dabei. Man kann also sagen, nicht ein Irrläufer, ein Einzelner, sondern ein Mensch, der mit mehreren Kollegen dort in einer Praxis aktiv ist, hat über seine Website, ich habe mir das selber angeschaut, klar bekannt gegeben, dass er ab Januar, so viel Frist hat er noch eingeräumt, ab Januar nur noch geimpfte Menschen behandeln wird. Er hat das auch nochmal gedruckt schriftlich an Patienten verteilt und hat erklärt, dass, Achtung, ansonsten das Risiko für ihn als Arzt und die Mitarbeiter in der Praxis zu groß sei. Ich habe, nachdem mir das bekannt wurde, in meiner Eigenschaft als Arzt bei der Ärztekammer in Niedersachsen Anzeige erstattet und darauf gedrängt, dass das berufsrechtlich geahndet wird. Dabei geht es nicht um irgendwelche Strafmaßnahmen oder irgendwelche Gelder, sondern für mich ist in erster Linie wichtig, hier festzustellen oder zu sehen, dass eine Ärztekammer, die ja das ethische Handeln, die Wahrung der Grundberufspflichten im Auge haben soll, dass die da einschreitet. Denn es ist ja schlechterdings absurd. Ärzte sind dazu da, um kranke, auch infektiöse Menschen zu behandeln und hier mit einem vollkommen politischen Argument zu kommen in der Tarnung, ja, des Infektionsschutzes, das ist obszön, muss man schon sagen. Und da ist ein neuer Tiefpunkt in meinem Berufsstand erreicht. Herr Dr. Brandenburg, da habe ich jetzt ein Verständnisproblem schon wieder. Also ich fange an meinem Verstand zu verzweifeln. Aber wenn der Herr sehr überzeugt ist von der Wirksamkeit der Impfung und wahrscheinlich auch die Sprechstundenhilfen, dann sind die doch wahrscheinlich geimpft und dann haben sie doch gar nichts zu befürchten von Nicht-Geimpften. Aber sie sagen, dass sie machen sich deswegen Sorgen und das sei gefährlich. Sehe ich da nur einen Logikbruch oder ich verstehe es nicht so ganz? Eine schöne Suggestivfrage, aber Sie haben natürlich völlig recht in der Weitblase, wie Sie fragen, Herr Reitschuster. Das Problem an diesen Impfstoffen, die wir gerade haben, ist ja eine, sagen wir mal, sehr eingeschränkte Wirkung. Da wird Ihnen sehr viel zugeschrieben. Es wird behauptet, diese Impfstoffe schützen vor der Infektion anderer Menschen. Sie schützen dann die Person, die sie empfängt, selbst. Was wir tatsächlich sicher wissen bisher ist, dass dieser Impfstoff eingeschränkt in der Lage ist, denjenigen, der sich damit behandeln lässt, vor schweren Verläufen der Erkrankung zu schützen. Es ist also völlig richtig zu sagen, es ist Unsinn, von einem anderen Menschen zu verlangen, dass der sich nun impft, um andere zu schützen. Völlig richtig. Es gibt keine Daten, die diese Forderung wirklich plausibel machen. Aber selbst wenn das so wäre, gilt das für Ärzte immer noch nicht. Ich habe nicht das Recht als Arzt, Ihnen, Herr Reitschuster, zu sagen, mit dieser Krankheit behandle ich Sie nicht. Weil ich zum Beispiel der Meinung bin, Achtung, dass Sie HIV haben, sind Sie selbst schuld. Sie müssen ja nicht ungeschützten Geschlechtsverkehr als Homosexuelle haben, nicht? Wir sehen an diesem sehr intimen Vergleich, und ich unterstelle nichts davon, und selbst wenn, wäre es ja nichts Schlimmes, aber wir sehen, das wäre eine Grenzüberschreitung ohne Gleichen, wenn ich anfange, meine persönlichen Maßstäbe Ihres Verhaltens jetzt zur Voraussetzung der Behandlung zu machen. Das ist nichts anderes als das Politisieren ärztlichen Handelns. Und das hatten wir schon mal in der deutschen Geschichte, mehrfach sogar. Also ich bin da wirklich sprachlos, sollte einem als guten Journalisten eigentlich nicht passieren, aber es passiert mir jetzt trotzdem, weil dieser Vergleich mit dem AIDS, der ist wirklich bestechend. Und wie kann das sein? Ist das ein Verlust von Rationalität oder warum verhalten sich, also das erschließt sich mir nicht. Also auch wenn jetzt ein Arzt ein völlig überzeugter Anhänger der Corona-Impfung ist, ist ja alles völlig legitim und jedem 500 Mal das rät, dann zu sagen, die behandle ich nicht, das ist doch nochmal ein ganz anderer Schritt. Also erschließt sich mir ganz schwer. Ich fürchte auch, die erschreckende Wahrheit ist, dass wir seit Beginn dieser Corona-Politik der Bundesregierung
von Anfang an eigentlich eine Servilität, eine Unterwürfigkeit, ein Mitläufertum in der deutschen Ärzteschaft erleben, das wirklich sprachlos macht. Wir erleben, Im wie Journalismus beispielsweise. auch, Herr Dr. Brandenburg, entschuldigen Sie, wenn ich Sie da unterbreche, aber es ist nicht nur in der Ärzteschaft, also ich glaube in einigen Berufsgruppen, Entschuldigung. Schon entschuldigt, aber es macht es ja nicht besser. Ich denke, wir haben ähnliches Versagen der Berufsgrundpflichten bei den Richtern, bei den Staatsanwälten, bei Polizisten erleben wir Verhaltensweisen. Nur, ich bin für all die nicht verantwortlich. Ich bin aber Teil meines Berufsstandes, aus dem ich mich jetzt auch nicht rausnehme, für den ich auch nur einwenden kann, Ärzte sind, und das wird in Deutschland ja gerne immer wieder vergessen, auch in keiner Weise bessere oder erhabenere Menschen oder moralisch in irgendeiner Weise fester oder geübter, sondern sie sind genauso fehleranfällig, genauso opportunistisch wie alle anderen Menschen. Und sie versagen natürlich jetzt in ganz besonderer Weise. Warum? Weil sie Schutzbefohlene, nämlich Patienten, die krank sind oder krank werden könnten, in ähnlicher Weise politisch unter Druck setzen, wie das Politiker und andere Berufsgruppen tun. Und es ist eigentlich unsere Aufgabe, sich schützend davor zu stellen und zu sagen, stopp, so geht es nicht. Wir sehen stattdessen unsere Berufsvertreter, allen voran der ehemalige Vorsitzende der Bundesärztekammer, jetzt ist er Vorsitzender einer Organisation, die sich Weltärztebund nennt, ja, Herr Frank-Ulrich Montgomery, ein pensionierter Teilzeitradiologe, der sich immer wieder mit sehr markigen Forderungen in den Medien meldet, der dort Menschen schon die Schuld gibt, wenn sie sich nicht impfen lassen würden, seien sie Teil des Problems. Also es wird von ärztlichen Berufsvertretern gänzlich unärztlich und in höchster Weise politisch hier gehandelt. Es ist unethisch im höchsten Maße, ich kann es nicht anders sagen. Und ich fürchte, dass da auch wenig Umdenken zu erkennen ist bei uns Ärzten momentan. Ich bin sehr gespannt, wie dieser Fall mit der Ärztekammer Niedersachsen ausgeht. Aus meiner Sicht ein Meilenstein dieser ganzen Situation. Da gab es bisher noch keine Reaktion. Mir gegenüber nicht. Nun bin ich derjenige, der diesen Fall dort unter anderem, ich weiß auch, dass mehrere es getan haben, gemeldet haben. Ich hoffe, dass die Medien nachhaken werden und nachfragen werden, wie die Ärztekammer dazu steht. Es gibt ja nun nicht nur diesen Fall, jetzt noch ein neuer prominenter Fall aus ganz anderer Richtung. Das ist Professor Hockertz, den ich auch schon mehrfach im Interview hatte. YouTube hat zwei Interviews mit ihm gelöscht. Und Professor Hockertz beklagt sich, er sagt, er sei unter politischem Druck wegen seiner massiven impfkritischen Haltung. Und es gab eine Hausdurchsuchung bei ihm jetzt vor einigen Monaten oder Wochen in einer Steuersache. Er sagt, das sei politisch. Und jetzt berichtet er, dass sein gesamtes Vermögen gepfändet wurde und er ist jetzt aus Deutschland geflohen, kann man regelrecht sagen. Das sind ja Geschichten, wenn man das hört, und er hat mir auch persönlich geschrieben, da kommt man sich ja ein bisschen vor wie auf einem anderen Stern. Und gut, ich war 16 Jahre in Russland, ich kenne das ein bisschen, aber das ist ja eigentlich nicht mehr die Welt, in der wir beide groß geworden sind. Kann ich Wir sind nur ja aus unterschreiben. Und West-Berlin. ich bin aus West-Berlin und bin damals hier unter Amerikanern groß geworden. Das war für mich schon mal ein Erlebnis, als die weggegangen sind. Da wurde einiges anders. Jetzt ist noch mal ein Erdrutsch eigentlich irgendwie hat hier stattgefunden, hat man das Gefühl. Kleiner Exkurs: Ich habe das große Vergnügen, am Sonntag zu sprechen mit Sebastian Flugbeil, einer der letzten DDR-Minister und Mitgründer des Neuen Forums, der mir im Vorfeld berichtete, er sieht es ganz ähnlich. Ein Mann, der also das Ende der DDR mit herbeigeführt hat, der für die Freiheit kämpfte und jetzt sagt, dafür doch nicht. Ich stimme Ihnen da völlig zu. Und was Sie selbst erleben, Herr Reitschuster, und ja auch medial dokumentiert ist, das erlebt tatsächlich so jemand wie ich noch mal im Kleinen. Ich bin lange nicht so prominenter Wortführer dieser Angelegenheiten, aber es sind ja die Kleinigkeiten. Ich erhalte beispielsweise alle paar Wochen von einem Staatsanwalt ein neues Schreiben mit einer Aufforderung zur Aussage über einen Patienten von mir oder über einen Fall XY, wo mein Name genannt wurde. Es sind immer alles Zusammenhänge, in denen ich tatsächlich juristisch gar nichts machen muss. Die Anwälte erklären mir, das lässt man einfach liegen. Das ist eine Grenze zur Verleitung zum Vertrauensbruch befindliche Aufforderung des Staatsanwaltes. Ich musste gar nichts tun. Aber man weiß ja, wie das ist, wenn sich dann die Briefe der Staatsanwaltschaft türmen, wenn von allen möglichen Behörden Anfragen kommen. Auch ich hatte neulich das Phänomen, dass eine berufsrechtliche Kammer sich entsandt, dass wohl vor vielen, vielen Monaten von mir auf einem Formular eine Unklarheit gewesen sei. Nun könne man mir Gelder nicht auszahlen, die seien erstmal gesperrt. Ich müsse noch mal dieses und jenes abgeben. Alles nichts Großes. Aber in der Gesamtschau frage ich mich, das war in meinen Jahrzehnten des Lebens davor nie der Fall. Jetzt plötzlich kommt das alles über mich. Es müsse doch mit dem Teufel zugehen, wenn das Zufall wäre, würde ich sagen.
Herr Dr. Brandenburg, das ist genau das eins zu eins, was ich aus Russland kenne. Und hier in Deutschland, die Deutschen meinen immer Diktatur, das muss dann so sein wie die alten Diktaturen, die wir kennen. Und in Russland sind es meistens, wenn man nicht gerade Nawalny heißt, natürlich gibt es da auch andere Dinge, aber generell sind das genau diese Nadelstiche und genau diese Methoden. Und Frau Merkel und Herr Putin sind ja in der gleichen kommunistischen Kaderorganisation, nicht in der gleichen, aber in einer analogen politisch sozialisiert worden. Sie haben auch vor kurzem eine Geschichte erlebt, ich habe da auch darüber geschrieben, die hat mich fassungslos gemacht. Da hat eine Mitarbeiterin eines SPD-Bundestagsabgeordneten, aber erzählen Sie es doch besser, es ist doch Quatsch, wenn ich jetzt erzähle, was Ihnen da passiert ist. Vielleicht können Sie das nochmal berichten mit Ihrem Mietvertrag. Es ist mir sehr, sehr lebhaft präsent, ja, in der Tat. Tatsächlich war es so, dass ein Berliner Regionalblatt hier, ein muss man sagen, sieht sich schon aktivistisches Blatt, das nennt sich Tagesspiegel, einen sehr bunten Artikel verfasste. Da ging es um die Aktion Alles dicht machen, diese Videoaktion von vielen deutschen Schauspielern. Und da wurde geraunt und geheimst, ich selbst sei eine treibende Kraft dahinter. Das Ganze entstand aus der Tatsache, dass ich sehr wohl persönlich bekannt bin mit einem der Protagonisten dahinter, und das war auch öffentlich allgemein bekannt. Es folgte ein sagen, Schmierstück des Tagesspiegels. Und auf dieses Schmierstück, in dem ich unter anderem als Antidemokrat und als Schattenmann denunziert wurde oder diffamiert wurde, dieses Stück nahm besagte Dame, Frau Stefanie Weyern, das ist alles in den Medien zu entnehmen, zum Anlass, sofort einem gemeinsamen Vermieter von ihr und mir die Forderung zu schicken per Mail, er möge sofort meine Geschäftsstelle dort kündigen. Ich habe dort ein Corona-Schnelltestzentrum betrieben, ein weiteres Thema, über das ich gerne rede. Und sie hat das Ganze verbunden in ihrer Mail mit der unverhohlenen Drohung, wenn er denn nicht kündigen würde, dann würde sie ihre Kollegen in der Bundestagsfraktion sofort darauf hinweisen, und das Ganze würde entsprechende Konsequenzen haben. Das schwang mit. Der Mann teilte mir dann telefonisch mit, naja, so ein Artikel, der müsse ja irgendeine Begründung haben. Das reichte ihm. Die Kündigung wurde dann ausgesprochen. Und obwohl der Tagesspiegel hinterher schriftlich widerrief und sich sogar entschuldigte für schlechten Journalismus, mir erklärte, dass weder der Antidemokrat gerechtfertigt sei, noch die anderen Vermutungen, das haben sie alles ausführlich getan. Nein, das alles sei kein Grund. Er wollte auch darüber nicht mehr sprechen. Die Kündigung blieb bestehen. Witzige kleine Geschichte am Rande. Kurz nachdem dieser Brief an den Vermieter ging, erschien Herr Lauterbach mehrfach vor meinem Testzentrum. Ich habe Fotos davon erhalten von meinen Mitarbeitern. Herr Lauterbach in Begleitung einiger Sicherheitsmitarbeiter von ihm lief dort immer wieder vorbei und schaute sich das an. Das waren alles sehr seltsame und interessante Zufälle. Wissen Sie, was das mit dem Lauterbach auf sich hatte? Nein, Herr Juster, es wird Sie vielleicht nicht erstaunen. Ich habe Herrn Lauterbach mehrfach angefragt um ein Interview. Tatsächlich habe ich dann auch einmal eine freundliche Absage von ihm erhalten. Er hat sich keiner medialen Institution, auch mir gegenüber, dazu in irgendeiner Weise geäußert. Das Gleiche gilt übrigens für die SPD-Bundestagsfraktion. Kein Wort der Fraktion oder der Partei zu diesem ganzen Vorgang. Jetzt haben Sie das schon angesprochen. Sie hatten ein Corona-Schnelltestzentrum. Ich kann mich erinnern, da gab es damals böse Leserbriefe auf den Artikel über diese Aktion geben Sie, die dann sagten, er ist selber ein Corona-Kritiker, aber er betreibt ein Corona-Schnelltestzentrum. Das konnten manche nicht so gut verstehen. Vielleicht können Sie es erklären. Ja, habe ich nun schon oft getan. Ich verstehe auch, dass das ein interessantes Thema ist. Aber das ist tatsächlich so zweideutig, wie es auch scheint. In der Tat betreibe ich als Arzt, das geht jetzt noch bis formell bis Mitte Oktober, dann werden die nämlich geschlossen von Staats wegen, sogenannte Corona-Schnelltestzentren. Mittlerweile ist es nur noch eins, was aktiv ist in Berlin. Dort können erwachsene, gesunde Menschen, wenn sie es denn wollen, einen für sie kostenfreien Schnelltest machen auf Kosten des Bundes. Ich sage öffentlich und übrigens auch in jedem dieser Zentren, das ist das Überflüssigste auf der Welt. Wir brauchen das nicht. Es ist eine Verschwendung von Steuergeldern. Niemand sollte diese Tests machen. Aber tatsächlich habe ich als Arzt und als ärztlicher Unternehmer infolge dieser Corona-Situation massiv Geld geblutet, tue das bis heute und massive Schäden erlitten und habe mir gesagt, unternehmerisch, es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn ich diese Leistungen anbiete und bezahlt bekomme vom Staat. Ich rate jedem Nutzer davon ab, es zu machen. Aber ja, es ist eine wirtschaftliche Entscheidung, das durchzuführen. Und das kann ich auch voll und ganz verantworten. Also Sie machen etwas, was Sie für sinnlos halten, Absolut. aus wirtschaftlichen Gründen. Absolut. Ich kläre auch darüber auf und ich muss auch sagen, das ist als Arzt etwas, was ich üblicherweise tun muss, denn ich respektiere und dafür trete ich auch im Kontext dieser Corona-Maßnahmen ein. Es geht letztlich darum, dass wir die Gesundheitsentscheidung des Einzelnen respektieren. Ich bin der Überzeugung, es geht weder Sie noch mich noch andere etwas an, ob Sie sich impfen lassen, ob Sie sich testen lassen und niemand hat das Recht, Sie zu einer dieser Dinge zu zwingen. Wenn Sie aber für sich als Boris Reitschuster entscheiden, ich lasse mich impfen, ich möchte mich auch testen lassen, werde ich als Arzt mich auf keinen Fall hinstellen und sagen, ich verweigere Ihnen das.
denn meine Entscheidung ist die bessere. Sehen Sie, genau da liegt das Problem dieser paternalistischen Altmedizin. Ja? Bin ich bei Ihnen, auch in der Gesellschaft, dass man das dann nicht wahrnimmt, weil es ist ja wirklich die Entscheidung jedes Einzelnen, auch als Arzt, wenn Sie eine Methode selber ablehnen, aber ein informierter Patient will das trotzdem. Ich bin bei Ihnen, ja, da haben Sie recht. Es geht dem Arzt letztlich immer nur darum, der Arzt muss sich fragen, kann ich das verantworten, diese Maßnahme durchzuführen? Oftmals kommen Patienten und verlangen von uns Ärzten Behandlung oder Diagnostika, bei denen wir sagen, Moment mal, ich würde es anders machen. Das Beispiel zum Beispiel Gendiagnostik ist ein schwieriges Problem, denn bei der Gendiagnostik können schwerwiegende Erkrankungen, die in Zukunft vielleicht stattfinden, herausgefunden werden. Da hat ja unser Parlament, da hat es gut gearbeitet, finde ich, auch das Recht zum Nichtwissen geschaffen und gesagt, nein, es ist das Recht eines Menschen, das nicht zu erfahren. Da müssen wir Ärzte ganz besonders aufklären. Ich kann aber auch in diesem Moment nicht meinen Wunsch an die Stelle des Patienten setzen und sagen, was du willst, ist zweitrangig. Ich betrachte es als falsch, ich mache es nicht. Ja, das betrachte ich als absolut bevormundend. Das geht nicht. Wir leben ja in einer Zeit, wo man sich vor allem auf YouTube jedes Wort zweimal überlegen kann. Es ist völlig pervers, wenn mir das früher jemand gesagt hätte, dass ich da mal Angst haben muss. Ich hätte den für verrückt erklärt, aber mit jedem Wort können Sie sozusagen die Schließung meines Kanals hier ohne böse Absicht herbeiführen. Das vorausgeschickt. Also entweder muss ich sozusagen als Zensor auftreten oder ich habe immer die Gefahr des Berufsverbotes. Gespenstisch. Das vorausgeschickt frage ich Sie, warum Sie von den Selbsttests nichts halten. Ich hoffe, Sie antworten im Zweifelsfall mit einer Anspielung, dass der Kanal nicht gesperrt wird. Sorry für diese gespenstische Einführung, ja, aber... Nein, es ist ja in der Tat, es ist gut, dass wir darüber lachen können, denke ich. Es ist alles andere als heiternd, es ist alles andere als lustig. Was da geschieht, ich habe selbst auf Twitter erlebt, im kleineren Maßstab, habe dort die Meinung geäußert, die persönliche Meinung, dass ich es für unethisch halte, in einem Impfzentrum Menschen am Fließband zu behandeln, ohne korrekte Aufklärung. Dafür wurde ich gesperrt, das war eine Missinformation. So, ohne Worte. Warum sind diese Schnelltests aus meiner Sicht eine massive Verschwendung von Steuergeldern? Das ist nicht mal mehr meine Sicht. Mittlerweile ist, wie so viele Verschwörungstheorien und angebliche Schwurbeleien, das mittlerweile auch Regierungshaltung. Diese Schnelltests haben einen extrem geringen wissenschaftlichen Wert hinsichtlich der Aussage darüber, ob ein Mensch tatsächlich eine Erkrankung am Coronavirus hat, die ihn in den Zustand versetzt, dass er infektiös ist. Das heißt, wenn dieser Test anschlägt, dann sagt das erstmal ganz wenig darüber aus, A, ob der Mensch wirklich eine Covid-Erkrankung hat oder eine Corona-Infektion und B, ob er überhaupt ansteckend ist. Und noch lustiger, wenn Sie so wollen, wenn der Test negativ ist, sagt das auch nicht, dass es nicht ist. Unterm Strich ist also der, wie man sagt, prognostische Wert des Tests so gering, dass wir uns die enormen Gelder, die das kostet, tatsächlich schenken können. Und danach kommt dann natürlich immer die Frage, und das führt dann ganz schnell zur Schließung von Kanälen, wie gefährlich ist es denn, wenn jemand überhaupt tatsächlich auch noch infektiös ist? Darüber wollen wir dann jetzt gar nicht weiter reden. Unterm Strich sagt man aber, diese Dinge sind entbehrlich. Aber so weit sind wir schon, dass wir aus Angst über etwas nicht mehr reden können, weil ansonsten der Kanal gesperrt werden kann. Und nochmal jetzt ein Hinweis an die Zensoren. Das war keine medizinische Information, darum kann es auch keine Fehlinformation sein, weil Herr Dr. Brandenburg explizit gesagt hat, dass es seine Sichtweise und nicht den Anspruch erhoben hat, dass er im Besitz der alleinigen Wahrheit ist und die große Glaskugel hat. Völlig gespenstisch ist das mittlerweile, muss man ganz klar sagen. Aber Sie sehen ja, wie dieses Ziel auch erreicht wird. Ja, wir können jetzt mit Ihnen nicht mehr ganz offen und ungestört über diese Themen, die Millionen Menschen bewegen, reden, weil man eben weiß, man ist dann mit einem Fuß im Internetgefängnis, im YouTube-Gefängnis und wird dann einfach mal gesperrt. Danach heben die es dann wieder auf, sagen die, es war ein Fehler. Aber das ist doch auch ein Anzeichen dafür, dass da irgendetwas nicht stimmt, wenn eine Regierung, wenn die vorherrschende Meinung, wenn die so solide ist, dann hätte man doch keine so große Angst dafür, dass irgendjemand hier Zweifel äußert. Ja, ich finde, es ist sogar aus meiner Sicht so ganz offenkundig, dass der Mechanismus, der da verwendet wird, genau dem historischen entspricht, den wir nicht nur in der Nazi-Zeit hatten, sondern wir auch zu Zeiten der DDR-Regierung hatten. Dort, also ich ließ mir von einem Bekannten erzählen, der in der DDR-Zeiten im Staatsdienst war, der sagte mir immer, weißt du was, es war in jeder Diskussion ganz einfach so, wenn du an den Punkt kamst, dass man dir sagen wollte, jetzt hältst du aber den Mund, dann war die Frage immer, Genosse, bist du für den Frieden oder bist du dagegen? Weil alles runtergebrochen wurde in der Doktrin, naja, wer hier noch zweifelt, der ist gegen den Frieden. Nun tauschen Sie mal das Wort Frieden gegen Solidarität aus und dann sind wir mitten in der Corona-Zeit. Sobald Sie argumentieren, dass eine gewisse Maßnahme, die von der Politik hier für richtig gehalten wurde, falsch ist, sind Sie unsolidarisch. Dann sind und von unsolidarisch sind Sie ganz schnell
beim Faschismus und beim Rechtsradikalen. Wir erleben ja das absurde Phänomen, Herr Reitschuster, dass Sie und ich plötzlich Nazis sind oder Rechtsradikale oder Faschisten und eine Organisation, die sich antifaschistische Organisation nennt, routinemäßig gegen Demonstrationen, die zu Felde zieht, auf denen solche Äußerungen gebracht werden. Wenn man das tut, wenn man also. Genau. Das ist doch Wahnsinn, ja? Wenn ich mich also antifaschistische Organisation nenne und gegen etwas demonstriere, ist ja das, wogegen ich demonstriere, per Definition faschistisch, sonst würde ich ja nicht demonstrieren. Es ist irre. Und dass diese Wolte überhaupt mitgemacht wird von den Medien, und da kommen die ins Spiel, das ist das eigentliche Skandal. Es ist im höchsten Maße unredlich, meinem inhaltlichen Gegner direkt sinistre Gedanken zu unterstellen. Man mag trefflich darüber streiten, welche Maßnahme gut und sinnvoll ist und welche nicht. Aber von vornherein demjenigen, der sagt, ich zweifle daran, weil keine Daten da sind, zu unterstellen, er sei ja schließlich unsolidarisch. Das disqualifiziert ihn natürlich vollkommen für die Diskussion. Und diesen Mechanismus haben wir doch von Beginn an erlebt und der ergreift bis heute. Ich würde da sogar noch weitergehen. Für mich hat das was Mittelalterliches und es erinnert an Galileo Galilei und an die Verfolgung von Ketzern, weil es ist ja tatsächlich so, wenn man die falsche Meinung hier hat, dann ist man so etwas wie ein Ketzer. Das wird wie eine Gotteslästerung, wird das aufgefasst. Und für viele hat es ja auch religiösen Charakter. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich respektiere jeden, der sich hat impfen lassen. Ich respektiere jeden, der sich nicht hat impfen lassen. Ich persönlich habe mich nicht impfen lassen. Ich habe es auch nicht vor. Und ich erwarte aber auch, dass das respektiert wird von anderen. Und was mir viele Menschen eben erzählen, dass das ein riesiger Graben ist, dass in Gesprächen, in Familien, im Freundeskreis, im Arbeitskreis, dass da Beziehungen zerbrechen, dass es zu massiven Feindseligkeiten kommt. Und das ist ja ein richtiger Impfkrieg in der Bevölkerung, hat man heute den Eindruck. Wir haben ja einen Protagonisten dieses Vorgehens, der ja immer wieder auf schmerzhafte Weise deutlich macht, wes Geisteskind diese Menschen sind. Das ist Markus Söder. Herr Söder, ich weiß nicht, ob er es unfreiwillig macht zum Teil, aber er übertreibt es ja bis zum Zustand der Komik, wenn er mit einer Maske durch die Gegend läuft, auf der wie ein Herrschaftszeichen das bayerische Siegel vor seinem Mund prangt. Dann macht er uns ja, und da lässt er sich ja tatsächlich, er entblödet sich nicht, sich mit diesem Objekt dann auf der Zugspitze fotografieren zu lassen. Also Mutterseelen allein auf dem Dach der Welt steht er mit seinem Herrschaftszeichen auf den Mund montiert und demonstriert allen, die es sehen wollen, dass hier in keiner Weise Medizin eine Rolle spielt. Es geht um reine Machtsymbolik und es geht um eine Geste der Unterwerfung. Es ist der Gessnerhut, den er im Mund trägt, ja, das Wilhelm Tell-Stück, bei dem ein jeder sich zu verbeugen hat vor dem aufgehängten Hut des Herrn. Und dann hat er tatsächlich zuletzt seinen stellvertretenden Ministerpräsidenten, der es scheinbar wie Sie hält und sagt, Impfen ist meine Privatsache, den hat er ja dann vor versammelter Pressemannschaft in den Unterzugzwang setzen wollen, sich nun zu rechtfertigen für seine persönliche Entscheidung. Und da gebe ich Ihnen recht, spätestens das ist Mittelalter. Eine Anprangerung von höchstpersönlichen Entscheidungen in einer Situation, wo noch eine versammelte Erschießungsmannschaft von Journalisten, und Sie kennen das aus der Bundespressekonferenz, wie diese Kollegen von Ihnen dann gestimmt sind, ihn unter Druck setzt. Ich finde, Herr Aiwanger hat das souverän gelöst. Und ganz unabhängig von politischen Bewertungen, ich bin da parteineutral, muss ich sagen, solche Charaktere wünsche ich mir tatsächlich für unsere politische Landschaft. Dann hätten wir vielleicht eine Chance, da irgendwann wieder rauszukommen. Das sehe ich auch so, ohne jetzt hier Reklame für die Freien Wähler machen zu wollen. Aber wie Herr Aiwanger sich da verhält, auch persönlich, ich habe ihn auch schon getroffen am Rande der Bundespressekonferenz. Ich halte das für vorbildlich und genau das ist es, was ich mir von anderen wünschen würde. Er ist sehr sachlich, er macht das ohne übertriebene Emotionen. Er sagt, er hat für jeden Verständnis, aber er reagiert genauso, wie man es eigentlich von verantwortungsbewussten Politikern erwarten würde, während andere ständig hier noch versuchen, Öl ins Feuer zu gießen und diese Emotionen noch massivst anzustacheln. Und das wundert mich wirklich. Also ich kann das rational ganz offen gar nicht mehr nachvollziehen. Für mich ist das schon eine Art Fanatismus, die da zum Vorschein kommt. Bin ich da zu streng in meiner Beurteilung? Ich käme wahrscheinlich zu dergleichen, aber ich bin ja ein Beobachter nur des journalistischen Vorgehens. Aber wenn Sie sich einzelne Personen dort anschauen, ich finde zum Beispiel Herrn Thilo Jung immer sehr lehrreich. Das ist ja instruktiv, wenn wir uns sein Verhalten anschauen. Ein Mensch, der im höchsten Maße bewertend auftritt, dessen Fragen ja, ob Sie in der Bundespressekonferenz kommen oder ob Sie über die sozialen Medien kommen. Und ich gestehe ein, als Publizist kann ich mich da zurücklehnen. Ich bin kein Journalist im Gegensatz zu Ihnen. Ich muss also nicht immer auf der neutralen Seite stehen und die Fragen stellen. Ich veröffentliche meine Meinung. Aber ein Mensch wie Herr Jung, der ja bewusst als Journalist auftritt, und das möchte ich mir an der Stelle gar nicht absprechen, der aber in all seinen Fragen
nicht nur im Subtext, sondern schon in der Einleitung bewertend aktiv wird. Ob es darum geht, dass er sich beschwert, dass man die Taliban islamistisch nennt. Das würde man ja schließlich bei den Christen auch nicht tun, wenn man von einem christlichen Konflikt spricht. Da steht man teilweise irritiert davor und sagt sich, was will uns dieser Mensch nun sagen mit seinen vorweggeschickten Bewertungen? Dann ist bestens bekannt, wie er sich ja, glaube ich, bemüht hatte, sie aus der Bundespressekonferenz ausschließen zu lassen. Auch ein Novum in der Bundesrepublik, dass Journalisten plötzlich meinen, dass Fragen stellen verwerflich sei. Das ist doch das eigentlich Schlimme, dass wir die sachliche, kritische Frage entwerten und immer zuerst auf die Gesinnung hin überprüfen. Wenn das der Fall ist, wenn wir das zulassen, dass dieser Mechanismus in der Journalistik greift, dann haben wir keinen Journalismus mehr. Dann haben wir nichts anderes als Verlautbarungsorgane, die von vornherein Wahrheiten verkünden. Und das ist ein so weitreichender Erdrutsch in diesem Land. Den kann man gar nicht stark genug anprangern. Und ich stehe fassungslos davor, dass die Medien das mitmachen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Anlässlich dieses Afghanistan-Debakels habe ich jetzt zum ersten Mal im ZDF wieder eine Marietta Slomka erlebt, die journalistisch nachfragte und fassungslos war ob der Antwort. Ich habe das so, ich saß davor und dachte sich, huch, warum bin ich so überrascht? Und dann fiel mir auf und sagte, seit Monaten habe ich das im ZDF nicht mehr erlebt. Da wird dann der Kontrast deutlich. Es ist ja noch viel perverser. Mir wurde ja vorgeworfen, ich glaube, Thilo Jung war das, der dann sagte, ich sei ein Rechtsradikaler. Also man muss sich das mal vorstellen, der alte Sozialdemokrat, Jungsozialist. Und der stellt sich dann hin, ich habe die konkrete Wortwahl leider nicht mehr im Kopf. Aber es war sinngemäß, ich würde ja die Sprecher der Regierung, würde ich ja da regelmäßig bloßstellen. Es war eine andere Wortwahl, aber sinngemäß in unbequeme Situationen bringen. Und auch die Frau Demmer, die Sprecherin von Merkel, als ich wieder mal nachhackte, dann sagen sie, ja, haben Sie das Ziel hier, mich dumm darstellen? Stehen zu lassen. Also das ist doch mein sportlicher Ehrgeiz als Journalist. So habe ich Pflicht. Das gelernt. Das ist doch wie, ja natürlich, das ist es doch genau, das ist doch das macht doch den Journalismus aus, dass ich die Mächtigen versuche, sozusagen etwas nackt dastehen zu lassen. Sie wehren sich und das ist Journalismus, das ist Kontrolle und das wird einem vorgeworfen. Das ist doch wie beim Raumschiff Enterprise bei Star Trek, das ist doch ein Paralleluniversum, in dem wir uns da mittlerweile befinden. Also der stellt sich da wirklich hin, der Jung, und wirft mir vor, dass ich das mache, was ich als Journalismus gelernt habe. Und ich glaube auch, der ist da völlig auf seine Art überzeugt. Der wirkt ja so, als sei er der Überzeugung, er besitze die Wahrheit und schwarz-weiß. Und wer nicht diese Wahrheit ist, das ist dann ein böser Faschist. Ich frage mich umgekehrt. Ich versuche ja immer zu reflektieren. Bin ich genauso in die andere Richtung? Den Eindruck habe ich aber nicht, weil ich sage ja nicht, dass ich im Besitz der Wahrheit bin. Ich kann mich irren bei allem, auch mit Corona. Ich will nur die kritischen Fragen immer stellen. Also wird man dann wie die umgekehrt? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und mir geht es persönlich zumindest so, dass ich mich oft prüfen muss und dass ich mich auch hinreißen lasse, das gebe ich ganz offen zu. Ich lasse mich hinreißen, teilweise von einer Wortwahl und von einem Tonfall, wo ich mich hinterher doch schon ärgere und sage, nein, der Furor muss weg, man muss sich bremsen. Ich nenne häufig Aussagen der Regierung faschistisch, dazu stehe ich, sie sind faschistisch. Das Unterscheiden von Menschen nach Gesundheitsgruppen, nach biologischen Eigenschaften betrachte ich als faschistisch. Ich akzeptiere, dass man über den Begriff streitet. Das ist vollkommen in Ordnung und richtig, aber es ist etwas anderes, nun in wütender Form einzelnen Menschen dort irgendwelche Dinge vorzuwerfen und sie dort als Verbrecher mit irgendwelchen Gerichtsforderungen zu überziehen. Das verkneife ich mir so gut ich kann, aber die Gefahr ist immer da, dass man sich von dieser Art der persönlich aggressiven Argumentation fangen lässt. Das muss man vermeiden, stimme zu. Ich weiß aber nicht, wie es Ihnen geht. Ich fürchte, und das ist das Schlimme, dass eine Person wie Thilo Jung da ganz ähnlich handelt wie eine Person wie Annalena Baerbock. Ich sehe da starke Parallelen. Wenn ich mir deren Verhalten anschaue, dann erkenne ich nicht einmal den Ansatz von Fehlereinsicht. Wenn ich sehe, dass eine Annalena Baerbock 14, 15 Revisionen eines ja weiten Teilen frei erfundenen Lebenslaufs mit der offenkundigen Absicht zu hochstapeln, ja, immer wieder verändert. Sie ist ja nicht völlig dumm. Sie hätte ja, wenn sie Schuldbewusstsein hätte und das Muster erkennen würde, was dort kritisiert wird, hätte sie doch einige Revisionszyklen übersprungen, hätte das alles entfernt. Nein, sie musste zu jeder Kleinigkeit gedrängelt werden. Franziska Giffey jetzt, bei der sich gerade heute rausstellte, auch ihre Masterarbeit ist zusammengeklaut. Es wird bei all diesen Menschen ein Muster offenbar. Sie handeln ohne jedes Bewusstsein, hier falsch zu handeln. Sie sehen sich, die
Angelsachsen sagen immer entitled, also berechtigt, so zu handeln in irgendeiner Form. Ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, Herr Jung sieht sich in seinem Vorgehen als ein Krieger des Lichts, als ein Mensch, der schließlich gegen einen Faschisten wie Sie vorgeht. Genau. Und da ist natürlich jeder Einwand von Ihnen nur ein faschistisches Manöver, um ihn zu irritieren. Und die Frage ist, wie deeskalieren wir diese völlig verrammte Debattensituation? Völlig, völlig. Also ich glaube auch aus deren Sicht ist das in vielem aufrichtig. Die fühlen sich wirklich, sie haben das, also man kann dem nichts mehr hinzufügen, als Krieger des Lichtes. Und der ist wirklich überzeugt, dieser böse Reitschuster, das ist ein Krieger der Finsternis. Und alles, was dem schadet, mache ich für das Licht. Und was daran noch besonders schlimm ist, durch diese ganzen persönlichen Angriffe, ich bin das aus Moskau gewöhnt, eigentlich, wie gesagt, Gott sei Dank bin ich gestählt. Aber man wird gezwungen zu dem, was ich eigentlich völlig ungern mache und was ich auch nicht möchte. Man muss dann ständig doch darauf reagieren, man muss dann über sich selber sprechen. Und ich finde, immer der Journalist sollte selber im Hintergrund sein. Ich will das überhaupt nicht. Und dadurch, ich muss ja dann irgendwie reagieren, ich muss irgendetwas sagen, ich muss mich irgendwo erklären. Und das ist eine ganz perfide Situation von daher, ja, weil sie dann zu so einer gewissen Egozentrik gezwungen werden, weil sie ja reagieren müssen, die sie eigentlich vermeiden wollen. Ich finde immer, beim Journalisten ist das Schlimmste, wenn er sich selber ins Zentrum stellt. Aber hier müssen sie das bis zum gewissen Grade. Also ich muss dann wieder, und wie ich hier wieder von Seibert attackiert werde, und dann werfen die mir ja vor, die sagen ja, ich würde die Bundespressekonferenz zur Show machen. Ja, Kollegen, ich wäre euch so dankbar, stellt doch selber viele kritische Fragen, dann kann niemand mehr, ich will die nicht zur Show machen. Das Schönste für mich wäre, wenn ich da gar nicht mehr fragen müsste, wenn ich nicht mehr hin müsste, weil ich weiß, da werden so viele kritische Fragen gestellt. Ich kann mir wirklich sehr viel Schöneres vorstellen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und das wäre wunderbar, und ich würde in dem Moment, würde ich auch sagen, ich gehe nie mehr rein, ich verspreche es euch, wenn die alle wirklich, oder wenn dann zumindest sehr viele kritische Fragen kommen. Aber sie machen genau das Gegenteil, und dann werfen sie jemanden wie mir vor, ich würde es zur Show machen. Ich sehe mich nur als jemand, der seine Arbeit macht, der kritische Fragen stellt. Darin liegt aus meiner Sicht ein großer Teil des Problems. Man wird deprofessionalisiert in seinem Tun, Sie als Journalist, ich als Arzt, weil die persönliche Ebene ganz, ganz bewusst von der anderen Seite mit reingezogen wird. Und wieder mal, um auf Herrn Jung zu kommen, den ich persönlich gar nicht kenne, ich möchte ihn als Person hier in keiner Weise bewerten, das kann ich nicht. Ich sehe nur das, was er veröffentlicht. Ich spreche nur über das, was ich dort sehe. Aber man sieht ja doch, und das wird auch keiner bestreiten, ein doch erhebliches Maß an persönlicher Inszenierung im Auftritt. Man sieht einen gewissen Wunsch, Lässigkeit zu transportieren. Es wird sehr viel Wert auf gut ausgeleuchtete Bilder gelegt, die in sehr schöner Weise inszeniert werden. Randnotiz, der Tagesspiegel warf mir im Wesentlichen beim letzten Interview mit Volker Bruch vor, dass ich fühlte, dass das Studio sei schlecht ausgeleuchtet. Ich denke, ja, und ich bin vielleicht nicht ganz so jung und so schlank und so hübsch, wie man sich das wünscht, vor allem nicht im Vergleich zu Volker Bruch. Aber wo kommen wir jetzt oder wo sind wir angelangt, dass permanent als zumindest als Begleitargument immer ad personam gegangen wird? Und ich sehe hier, und da ist wieder der Vergleich auch zu Baerbock schnell da. Ich sehe hier einen hohen Grad an Narzissmus der handelnden Menschen, und der natürlich automatisch von diesen Personen auch auf die anderen projiziert wird. Und es passiert sofort, dass es vermutlich auch ein Stück weit von innen kommende, dass man versucht, dass man in dieser Welt argumentiert und dem anderen das unterstellt, was einen selbst vielleicht auch treibt. Mein Vorschlag ist deswegen, und ich habe das ja im Gespräch mit dem Tagesspiegel versucht, doch einfach mal einzugestehen, dass der Standpunkt des anderen, so absurd ich ihn finde, und das trifft auf viele Standpunkte zu, allein deshalb eine Berechtigung hat, weil er von einem intelligenten Menschen vertreten wird. Und kann ich den in Bausch und Bogen ablehnen und kann Ihnen, Herr Reitschuster, auch erklären, dass alles, was Sie veröffentlichen, aus meiner Sicht vollkommener Humbug ist. Aber jedermanns gutes Recht, genau. Wenn ich mich in die öffentliche Debatte begebe, als Journalist, als Publizist, als Politiker, dann habe ich das, verdammt nochmal, in einer Demokratie so zu praktizieren, dass ich das akzeptiere, dass dort nur ablehnende Nachfragen kommen, und ich muss, umso mehr ich das ablehne, mich umso sachlicher und höflicher bemühen. Ich finde, die Briten machen uns das immer vor. Ich gucke mir tatsächlich zur Entspannung britische Unterhausdebatten an, wenn dann ein Vorsitzender der Tory-Partei dort in größter Höflichkeit seinen Kollegen von der Labour Party die Unterbrechung zulässt und sich bedankt, dass der Kollege einen Einwand bringt. Man kann mit den Händen greifen, wie sehr sie sich inhaltlich ablehnen, aber sie mühen sich noch, an jeden Halbsatz eine Höflichkeit ranzutun. Das wäre schon ein Schritt nach vorne, wenn wir dahin kämen. Das ist das, was Winkler, der große Historiker, einmal als Teil der deutschen Pathologie bezeichnet hat. Er sagte, die Diskussionen in Deutschland haben immer noch Züge der Glaubenskriege, und willst du nicht meiner Meinung sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Ganz, ganz interessant, was Sie sagten mit dem Narzissmus, und das fällt mir auch auf, da wird einem dann immer vorgeworfen, man würde sich selber inszenieren.
auch wenn man selber eigentlich überhaupt nicht gerne im Mittelpunkt steht, aber das wird einfach übertragen, wenn man sich das offenbar gar nicht vorstellen kann, dass einem anderen das vielleicht gar nicht so angenehm ist, wenn er ständig im Mittelpunkt steht. Ich mache ständig Versprecher, ist mit der Technik schwierig. Ich würde sehr, sehr gerne andere an die erste Reihe lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das liegt offenbar außerhalb der Vorstellungswelt. Und dass man das nicht akzeptiert, diese andere Meinung. Ich habe dem Thilo Jung, dem Wrestler, mit dem ich in Moskau per Du war, der Diekmann, dem Kai Kniffke, ich habe den alle, die greifen mich ja an öffentlich. Und ich schreibe denen immer, lassen Sie uns doch einen Dialog führen. Auch Thilo Jung, ich habe ihm das mehrfach gesagt. Und sie kneifen völlig. Und da stimmt doch dann in meinen Augen irgendetwas nicht. Wenn ich der Überzeugung bin, dass ich recht habe, dann habe ich keine Angst vor dem Dialog. Ich gehe sogar so weit, ich kann sagen, es ist auch möglich, dass sich historisch herausstellt, dass Thilo Jung recht hatte. Ich weiß es nicht. Ich habe meine Überzeugungen. Ich sehe ganz viele Unstimmigkeiten. Ich sehe ganz vieles, was mich zweifeln lässt. Aber ich bin doch nicht das Wahrheitsministerium. Ich kann das doch nicht sagen. Und darum ist doch jeder Austausch sinnvoll. Und die scheinen ja wirklich Angst haben vor einem Angst zu haben vor einem Austausch, vor einer Diskussion wie der Teufel vor dem Weihwasser. Und jeder objektive Beobachter, denke ich, der muss sich doch dann auch mal fragen, warum hat diese eine Seite so große Angst? Warum tauschen die sich nicht aus? Vielleicht, wenn man dann in der Diskussion sehen würde, ja, der Brandenburg, der Reitschuster, das sind ja gar keine Faschisten oder die sagen ja überhaupt nicht, das Virus gibt es nicht und das ist nur eine Verschwörung und man muss überhaupt nichts machen. Die sehen das ja viel differenzierter. Ich glaube, da haben die Angst, da könnte dieses Schwarz-Weiß dann sehr schnell, wuff, explosionsartig in sich zusammenbrechen, wie ein Kartenhaus. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die Liste der Ablehnungen bzw. der ausbleibenden Reaktionen auf wiederholte Interviewfragen, die ist bei mir sehr lang. Und sie ist besonders dort lang, wo Menschen sich mit markigen Aussagen wissenschaftlicher Gewissheit nach vorne gewagt haben. Herr Karl Lauterbach ist ganz oben auf meiner Liste. Ich würde da fast dafür Geld zahlen, mit diesem Mann in einer Live-Diskussion zu sitzen. Und ich sage immer ganz klar, um Waffengleichheit herzustellen, bin ich dort für Live-Diskussionen, für die ungeschnittene Übertragung eines Gespräches. Es soll niemand die Möglichkeit haben, sich nachher zu korrigieren oder das irgendwie in anderen Kontext zu setzen. Es ist unbedingt auf technische und inszenatorische Gleichheit zu achten, die gleiche Anzahl der Menschen dort drin. Herr Reitschuster, wir können nur spekulieren. Ich vermute aber doch, dass es Gründe gibt, dass die Menschen sich dem nicht aussetzen wollen. Und ich würde sagen, es liegt daran, dass man durchaus weiß, wie schwach man argumentativ ist. Wenn ich außerhalb der Kamera mit solchen energischen oder außerhalb des Kamerabereichs diskutiere, dann kommt auch bei wissenschaftlichen Kollegen von mir, habilitierten Leitern von Forschungseinrichtungen, Universitäten, nach einigen Punkten irgendwann des Austauschens von Fakten und Studiensagen, kommt dann ein Kopfschütteln und sagen, ist doch aber alles egal, du bist unsolidarisch. Und da merke ich dann immer, Genosse, bist du für den Frieden oder bist du dagegen? Und ich glaube, diese Menschen wissen, dass sie in einer Diskussion, wo sie nicht einfach abbrechen können, wo sie ein Publikum haben, einfach an diesen Punkt der Peinlichkeit geraten, an dem sie zugeben müssen, nein, es ist eine Gefühlsfrage und es ist eine politische Frage. Und ich bin der Meinung, wir wären schon einen Schritt weiter, wenn wir das einmal öffentlich etabliert hätten. Wir diskutieren in Sachen Corona nicht über Medizin und über Notlage und über Fakten, sondern wir diskutieren über eine politische Frage. Aus meiner Sicht eine politische Frage des Verhältnisses des Individuums zu einem immer kontrollierenderen Staat und zu einem Beherrschaftsanspruch gewisser Regierungsformen. Aber es geht nicht um Medizin. Wenn wir das erstmal etabliert hätten, wären wir schon ein ganzes Stück weiter, wäre die Diskussion ehrlicher. Ich glaube, darum wollen sich gewisse Kreise drücken. Ich habe den Drosten ja auch schon mal in der Bundespressekonferenz persönlich gefragt, warum können Sie sich nicht mit jemand wie Bhakti an einen Tisch setzen und dann kann sich jeder das anschauen und eine Meinung machen. Er hat nicht mal darauf reagiert. Er hat das völlig ignoriert, diese Aussage. Und das ist immer mein Punkt. Ich bin medizinischer Laie. Ich kann nicht beurteilen, ob Bhakti recht hat. Es fällt mir schwer zu beurteilen, ob Drosten recht hat. Aber ich finde, als Bürger und als Gebührenzahler habe ich ein Recht darauf, dass ich über beide Gesichtspunkte informiert werde. Und die Gegenseite, die sehen das ja immer gegenseitig, sage ich schon. Sehen Sie, wie gefährlich man kommt in dieses Lagerdenken. Gegenseite meinte ich jetzt, weil das wirklich Kollegen sind, die mich massivst unter der Gürtellinie attackiert haben, von der Süddeutschen Zeitung, auch menschlich sehr mies. Und da hieß es dann im Gespräch, ja, aber Leute wie Sie oder wie du, du bist ja dann verantwortlich, wenn Menschen sterben, wenn du ihnen falsche Informationen gibst. Ich geb ihnen nur etwas, was den offenen anderen Informationen widerspricht, damit sie beide Seiten sehen. Wie gehen Sie damit um? Sind Sie auch, Herr Dr. Brandenburg, jemand, der verantwortlich ist für den Tod von Menschen, weil sie ihnen falsche Informationen geben? Ich stelle die Frage, die jetzt die Süddeutsche Ihnen wohl stellen würde.
Ja, zum Teil schon. Ich bin es verantwortlich dafür, die Informationen, die ich meinem Patienten gebe, weil dort Gesundheitsentscheidungen dran hängen können. Und deswegen trenne ich immer ganz klar zwischen individueller medizinischer Beratung und öffentlichen allgemeinen Äußerungen. Ich kann über ein Interview wie dieses oder in allgemeinen Texten keine persönliche Beratung für Herrn Reitschuster oder andere leisten. Nur für die hafte ich und nur in dem Fall gilt meine ärztliche Sorgfaltspflicht dem Patienten gegenüber im Individuum. Ansonsten, wenn ich als Arzt auftrete, denke ich schon, dass ich die berufliche Verpflichtung habe, die Wirkung meiner Worte dahingehend zu wägen, dass man mir die Eigenschaft Arzt zuschreibt. Es ist mir verboten, Werbung zu machen. Wenn ich jetzt sage, lest reitschuster.de, das macht gesund, das sage ich als Dr. Brandenburg, dann ist das berufsrechtlich verboten. Das ist auch richtig so. Aber Richtig so, ja. mal auf den Journalisten bezogen, welche Hybris spricht denn aus diesem Vorwurf eines Journalisten an den anderen? Wenn ich weiß nicht, welche Person Ihnen das gesagt hat, so Ihnen etwas vorwirft, dann heißt es doch im Umkehrschluss, dass dieser Herr oder diese Dame von sich selbst glaubt, dass er eine erzieherische Verantwortung für den minder bemittelten Leser hat, dass der nun nicht zu irgendwelchen Schlüssen kommt, die ihm schaden. Das ist schon eine Krankheit unter uns Ärzten, zu glauben, dass wir in irgendeiner Weise befähigt wären, die Gesundheitsentscheidung des Individuums abzunehmen. Das sind wir nicht. Und davon müssen sich auch die Patienten verabschieden. Als Arzt habe ich ein höheres Wissen und eine größere Erfahrung über medizinische Vorgänge. Und meine verdammte Pflicht besteht darin, dieses Wissen dem Patienten zur Verfügung zu stellen, damit er durch vernünftige Aufklärung meinerseits eigenverantwortlich für sich entscheiden kann. Es ist nicht meine Aufgabe, meine Entscheidung an die Stelle des Patienten zu setzen. Und so ist es nicht Ihre Aufgabe als Journalist, die Wertung eines Umstandes an die Wertung des Lesers zu setzen. Sie haben diesem Leser einfach alle Informationen zu geben und Sie dürfen, glaube ich, auch Ihre persönliche Meinung mitteilen, müssen diese aber als solche kennzeichnen. Und das hat Harald Martenstein in der Diskussion im Tagesspiegel sehr schön gesagt. Das war ja ein Blutbad, kann man fast sagen, wie diese Tagesspiegel-Redakteure sich selbst entleibten. In der Live-Diskussion, da ging es dann gegen mich, zu viert oder zu fünft gegen mich. Und sie haben sich eigentlich selbst dort weggeschossen und ließen sich von ihrem Kollegen Martenstein sagen: Meine Damen und Herren Kollegen, wir sind Dienstleister am Zuschauer und am Leser. Wir sind nicht seine Erzieher. Und ganz viele Journalisten scheinen das nicht zu verstehen. Das geht Politikern ähnlich und das geht Ärzten auch ähnlich. Wir müssen endlich diese Arroganz ablegen, als vermeintliche Elite den einfachen Menschen in Anführungsstrichen zu erklären, wie denn da zu verfahren sei. Mehr Bescheidenheit ist hier das Allerdringendste, was nötig ist. Und das, über die Menschen, die wir schon gesprochen haben, sehe ich da am wenigsten, ob das nun Jung oder Baerbock ist. Überlassen Sie mir da noch ein Schlusswort, weil wir müssen zum Ende kommen. Und jetzt kann man mir vorwerfen, dass das kein richtig böses Interview war, wie man das ja normal als Journalist machen sollte. Aber es war ein Gespräch und ich finde auch so etwas ist sehr wichtig. Und auf der Suche nach Wahrheiten ist es ja auch immer wichtig, unterschiedliche Gesichtspunkte zu sehen. Und Sie haben mir hier viele Anregungen heute gegeben. Ich weiß nicht, ob es die anderen Zuschauer auch so sehen. Sehr, sehr spannend. Und wir haben jetzt gerade darüber gesprochen. Und wenn ich da noch kurz ausholen darf zum Schluss. Ich glaube, in der alten Bundesrepublik, da war doch der Konsens, die Mächtigen, ohne das irgendwie zu idealisieren, für die war es wichtig, dass sie an der Macht bleiben. Aber den Anspruch, die Menschen zu erziehen oder zu besseren zu machen, der war, glaube ich, nicht so groß ausgeprägt. Ob das jetzt Helmut Kohl war oder Adenauer, da ging es um Machtpolitik. Ging es um konkrete Fragen und vielleicht auch um Geld. Und heute habe ich den Eindruck, wir waren nun 16 Jahre in Russland, darum neige ich dazu, alles mit Russland zu vergleichen, dass wir Lenins Enkel heute an den entscheidenden Positionen haben. Weil wenn man die Position von Lenin und dem Kommunismus ganz eng zusammendampft, dann ist das, wir sind im Besitz der Wahrheit, wir wissen, was gut ist für diese Leute, wir müssen sie umerziehen wie mit Knetmasse und wir müssen sie formen. Und so kann man aus allem hier, man kann aus jedem somalischen Bauer einen Ingenieur machen und man kann die Gesellschaft von oben formen und man muss diese Leute einfach erziehen. Und wer dagegen ist, der ist ein Volksfeind oder Corona-Leugner, wie das Neudeutsch dann heißt. Und unter Lenin wurden die erschossen, heute werden sie ausgegrenzt. Und das ist jetzt jeder Vergleich hinkt, weiß ich. Aber so eine Grundverwandtschaft vom Denken her, ich sage immer, das sind Lenins Urneffen, weil einfach dieser Anspruch da ist, die Leute zu erziehen und wir wissen es besser. Und ich bin der Ansicht, das führt ins Verderben. Sie nennen das faschistisch, ich nenne es nicht faschistisch, aber wir sprechen von was Ähnlichem, glaube ich. Ich nenne es totalitär von der Ansatzweise her. Es ist ein totalitärer Ansatz.
Es ist totalitär. Ich wähle den Begriff Faschismus aus, weil es ein eigenes Thema ist. Tatsächlich, weil ich, und das liegt in meiner Profession als Arzt, weil ich als besonders übles Kriterium dieser speziellen Form des Totalitarismus die Unterscheidung der Menschen nach biologischen Gesichtspunkten, nach willkürlich definierten biologischen Gesichtspunkten sehe. Es ist in keiner Weise der Faschismus, den wir unter den Nazis erlebten, denn ich finde diese Vergleiche fürchterlich, weil sie geeignet sind, dass das millionenfache Mordleid, was dort erschienen ist, irgendwie zu relativieren. Genau. Das ist unzulässig, das können wir Das nicht ist auch tun. meine Sorge, Aber so mache ich nein, das es. ist absolut nicht. Das ist also jeder Vergleich, Frau Angela Merkel mit einer Führerperson ist geschmacklos Um und Gottes Willen, entkräftet das ja. Argument. Ja, da gebe ich Ihnen völlig recht, da bin ich absolut dagegen. Nur diese spezielle Form des Totalitarismus, nicht? Dann kommen wir an und streiten uns über oder diskutieren über Worteinzelheiten, das ist vielleicht ein eigenes Thema. Aber ich finde, der Totalitarismus, der den Anspruch hat, ja in jeden Lebensbereich reinzuregieren, der ist in dieser Weise ja speziell ausgeprägt, weil er bis dazu führt, dass im Europapark in Rust jetzt Menschen mit kleinen farbigen Bändchen am Arm gekennzeichnet werden für Geimpfte und Ungeimpfte. Natürlich werden die noch nicht ausgesondert und verhaftet, aber die schleichende Normalisierung, dass wir Menschen äußerlich kennzeichnen oder auch im Sozialleben ausschließen auf Grundlage von Papieren oder öffentlicher irgendwie sichtbarer Anbringung an der Kleidung, Entschuldigung, das liegt so nah bei dem, was wir schon hatten. Ja, das sind faschistische Äußerungen. Es ist auch faschistisch, wenn ein bayerischer Ministerpräsident von der, Achtung, Pandemie der Ungeimpften spricht. Dann setzt er Menschen mit einer Krankheit gleich. Das ist genauso geschmacklos, als wenn ich sage, die Schwulenkrankheit HIV, die kriegen wir ausgemerzt, indem wir die Menschen in Lager absondern. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, das sagte Horst Seehofer noch in seiner Frühzeit als bayerischer Politiker. Da sprach er davon, in Lager zu errichten für diese Betroffenen. Das würde er sicherlich heute auch nicht mehr tun. Er hat eine gewisse Reife da vielleicht erfahren. Aber solche Gedankengänge und solche Formulierungen sind faschistisch und ich stimme Ihnen da völlig zu. Es ist ein Unterschied, den die katastrophale Ausprägung, die das im Nazireich hatte und die es auch sicherlich unter Stalin hatte, jetzt gleichzusetzen mit dem Zustand, den wir bereits heute in Deutschland haben. Aber die Entwicklungsrichtung ist doch genau die. Und wenn wir diesen Anfängen nicht massiv wehren und die sind schon weit fortgeschritten, dann fürchte ich, sind sie geeignet, dahin zu gehen. Sie haben jetzt vorhin gesagt, die Bundesrepublik war da anders. Wir wissen es nicht. Jeder alte Mann, ich zähle mich mal dazu, neigt zum Idealisieren der Vergangenheit. Wir stellen uns das so vor. Ich weiß noch, dass ich Helmut Kohl in seiner Endphase unerträglich bleiern fand. Ich wünsche ihn mir heute Ich auch. zurück. Ja, Ja, und sage jetzt. genauso geht es mir. Genau, Ja, genau. und ich frage Genauso mich geht es mir. oft, woran liegt es? Ich glaube, für mich liegt es an einer Sache. Ich glaube, dass ein Strauß, der nun auch ein Fanatiker war in vielerlei Hinsicht und ein Ideologe, wenn er für seine Dinge gekämpft hat, aber immer das eingeräumt hat, dass er eine Weltanschauung vertritt. Und diese Weltanschauung, da war er vermutlich auch sehr absolut darin. Helmut Kohl sprach von der geistig-moralischen Wende, die das Land hinbekommen muss. Das ist auch überheblich. Aber ich glaube, dass diesen Menschen zumindest noch bewusst war, dass sie ein Welterklärmodell vertreten, das gegen ein anderes konkurriert, nicht? Die gegen die Sozen und wie man sich da dann gehauen und gestochen hat, die sollen ja auch zusammen sehr gut getrunken haben, die Sozen und die Schwarzen hinter den Kulissen. Jetzt hat man das Gefühl, dass alle diese handelnden Menschen frei sind von gewissen Weltanschauungen. Ich erlebe bei Frau Angela Merkel, und deswegen komme ich immer wieder auf diese Kabul-Desaster-Nummer zurück, ich erlebe keinen moralischen Kompass. Ich habe nicht den Eindruck, dass beispielsweise ihre Entscheidung 2015 mit den Flüchtlingen auf christlichen Motiven beruht oder auf menschlichen. Ich erlebe dort immer nur ein machttaktisches Handeln, was in der Abwägung geschieht. Habe ich da eine Mehrheit hinter mir oder nicht? Ich halte eine Person wie Merkel für völlig austauschbar in dem Herrschaftssystem, in dem sie agiert. Die würde genauso funktionieren in einer SED-Regierung. Ich glaube, dass das die große Gemeinsamkeit dieser totalitären Systeme ist. Diese Verabsolutierung der Macht an sich als Selbstzweck. Ich wünschte manchmal, Frau Merkel hätte ein konservatives Weltbild. Das wäre vermutlich nicht meins, denn ich habe mich nie als Konservativen gesehen. Aber dann hätte sie eine Instanz über sich, über ihrem eigenen Machtanspruch. Und dann hätte sie einen Prüfstein, den sie gelegentlich befragen könnte oder den sie nehmen könnte, um ihr eigenes Handeln zu hinterfragen. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie das tut. Herr Dr. Brandenburg, jetzt zum Schluss hätten wir noch den Streitpunkt, weil ich Merkel in Form für die Ideologin halte, aber jetzt sind wir ganz am Ende. Lassen Sie uns doch das zum Gegenstand eines weiteren Interviews machen, wo Jederzeit. das dann ein bisschen philosophischer wird und auch sehr spannend und tiefgreifend, weil ich glaube, dass Merkel doch sehr stark vom Sozialismus geprägt ist und eine Art Ökosozialismus mit den internationalen Konzernen gemeinsam macht. Und da können wir uns dann auch nochmal richtig streiten. Ich möchte mich heute ganz herzlich bedanken, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich erinnere nochmal daran, Dr. Paul Brandenburg, Berliner Arzt und prominenter Kritiker der Corona-Maßnahmen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Ich bedanke mich ganz
herzlich bei meinen Zuschauern. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie den Kanal, schauen Sie auch auf die Seite. Vielen Dank, alles Gute, vielen Dank Ihnen, Herr Dr. Brandenburg. Reitschuster, vielen Dank für die Einladung. Und wenn ich es noch anhängen darf, sonntags 19 Uhr, 20:01 live, mein Talk als nächstes mit Sebastian Flugbeil über das Thema: Haben wir die Leistung der friedlichen Revolution verspielt? Das wird sehr spannend, das schaue ich mir auch an. Alles Gute, danke, ciao. Ja, und jetzt habe ich doch noch was vergessen, was Sie wohl kaum überraschen wird. Und zwar im Nachgespräch habe ich mit Dr. Brandenburg, wir haben uns noch länger weiter unterhalten, wir machen auch noch mal eine Sendung. Sicher hat er einen Aspekt ausgesprochen, wo ich sofort sagte: Stopp, 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 Herr Dr. Brandenburg, bitte erzählen Sie das auch noch mal. Das müssen wir aufzeichnen, weil es so wichtig ist. Es ging darum, wie diese Pandemie für unterschiedliche Menschen sich auswirkt. Bitte. Aus meiner Sicht ist es, und das wurde ja auch von anderen schon oft gesagt, es ist eine Pandemie der Oberschicht, wenn man so will. Es ist eine Pandemie derer, die es sich leisten kann, aus dem Homeoffice zu arbeiten. Das sind eben nicht die Menschen, die unsere Infrastruktur am Laufen halten. Kassierer, Busfahrer und all die Leute, auf deren Arbeit das Funktionieren der Gesellschaft beruht. Und das ist das Perfide, gerade dann zu behaupten, dass es eine Frage der Solidarität wäre, sich da zu distanzieren und sich abzusondern. Solidarität ist da genau das falsche Wort dafür. Und das geht ja auch noch weiter mit den Tests, wird das ja jetzt noch perfider. Die einfache Rentnerin, die nicht viel Rente hat, oder der Arbeiter mit einem sehr schlecht bezahlten Job, der kann sich dann nicht gegen Geld weiter testen lassen. Während jetzt jemand, der gut situiert ist, der geht halt dann im Zweifelsfall jeden Tag zum Testen und kann weiter sein soziales Leben führen. Das ist ja ein Aspekt, der ist ja hochgradig problematisch in meinen Augen. Unbedingt. Es gab da dieses aus Amerika diese wirklich schrecklich schöne Aussage: There was no lockdown. There was just middle class people staying at home and lower class people delivering their pizza. Also es gab gar keinen Lockdown, sondern wir hatten eine Mittelschicht, die zu Hause blieb, und eine Unterschicht, die ihnen Pizza und Essen gebracht hat. Und so brutal das klingt, ich fürchte, so war es. Ja, mit dieser traurigen Note machen wir jetzt wirklich Schluss. Vielen Dank, Herr Dr. Brandenburg, dass Sie auch nochmal bereit waren, das aufzuzeichnen. Aber das war mir so wichtig. Da habe ich gesagt, das muss jetzt noch reingeschnitten werden. Und meine Zuschauer sind es eh gewöhnt, dass ich immer was vergesse. Alles Gute. Ich bin nicht so perfekt wie manche Kollegen, wie der Herr Jung. Das ist leider, leider, leider. Ich mache Fehler. Aber ich kann damit leben und ich finde das menschlich und normal. Alles Gute, danke, ciao. Wir sehen uns so. Reitschuster.de